Red Sendzone. Hallo YouTube, das ist der Philipp F. von Red Sendzone und in diesem kurzen, aber wirklich saftigen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr die Singleplayer-Commands in eurer aktuellen Minecraft-Version hinein installiert. So, als erstes müsst ihr euch sie natürlich herunterladen in der entsprechenden Minecraft-Forum-Seite. Den Link stelle ich rein, dort kommt ihr auch direkt zum Download, geht ihr in Downloads und am vorteilhaftesten für euch ist es, wenn ihr euch den Automated Installer runterladet. Das heißt, ihr müsst nichts in die Minecraft.jar einfügen, sondern ihr könnt einfach direkt es installieren. So, wenn ihr es euch hier heruntergeladen habt, dann geht ihr in eure Downloads, habt hier die Singleplayer Commands hier, geht rechtsklick, öffnen mit Java TM Platformer Z Binary. Und dann öffnet sich hier ein Fenster, Contents, bla bla bla. So, und dann könnt ihr erstmal eure Minecraft.jar-Datei ein Backup davon machen. Ihr könnt auch ein Backup von euren Welten machen, nur zur Sicherheit. Ihr könnt Minecraft starten, aber was wollt ihr natürlich davor machen? Es installieren. Die Destination ist am Anfang schon richtig eingestellt, in den meisten Fällen zumindest. Also müsst ihr noch auf Install klicken. Habe ich jetzt schon gemacht und dann könnt ihr daraus direkt Minecraft starten. Jo, das war's dann eigentlich auch schon. Und wenn ihr dann in Minecraft hineingeht, ich gehe jetzt einfach mal, starte einfach mal Minecraft. Das könnte theoretisch ein bisschen ruckeln, aber das werden wir jetzt so mal sehen. So, das war jetzt die Welt von meinem Tutorial, deshalb fehlen ja auch die Bricks. Und steht hier Singleplayer Commands V2.1.2.1. Und ja, dann könnt ihr die ganzen, habt ihr hier World Edit drin und alle ganzen anderen Kommandos. Ja, wenn das da steht, habt ihr alles drin. Das war der Philipp von Red Sendzone mit einem hoffentlich gut hilfreichen Tutorial. Und ja, ciao, bis zum nächsten Minecraft Tutorial. Ich werde euch immer up to date halten.